Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute, wie versprochen, der Engineer P10 Core Gaming PC von Aldi liefert, beziehungsweise Aldi direkt, für 1299 Euro, verfügbar ab dem 29.07.2021. Ich mache dieses Video jetzt, weil viele mich drum gebeten haben. Ich hätte es eigentlich nicht gemacht, weil mir eine Menge Daten fehlen. Es ist ganz schwierig bei diesem PC, weil Medion diese Daten immer so ein bisschen untergräbt, sprich Mainboard und so weiter. Ich musste mir vieles anschauen über verschiedene YouTube-Kanäle unter anderem, PC-Welt. Ich musste mir Berichte durchlesen, mit welchen Herstellern die meistens zusammenarbeiten. Ich versuche es so gut wie möglich für euch auseinanderzuschlüsseln, aber ich kann nichts versprechen, wirklich nicht. Mir fehlen einige Daten, aber ich denke, das Endergebnis kann trotzdem irgendwo überzeugen. Also, hier haben wir ihn. Das Bild ist nicht fake. Gehe ich mal ganz stark von aus. Man sieht auch wirklich nicht die Seite, ne? Das ist, wenn ich jetzt so einen Seitenblick hätte, dann wüsste ich auch, welches Board es ist. Aber hier sehe ich halt wirklich nur hinten den Lüfter, der wird wohl drin sein. Klar, ist dem Gehäuse geschuldet. Aber ansonsten ganz schwierig. Also fake ist das auf jeden Fall nicht, das ist schon mal in Ordnung. Ich gebe euch jetzt sofort den Tipp, wenn ihr den haben wollt, hinterher, wenn ihr das Ergebnis seht, seid schnell. Wir hatten die Erfahrung gemacht bei diesen PC-Systemen von Medion, dass die innerhalb von einer Minute weg sind. Es war jetzt natürlich auch in der Zeit, wo die ganzen Leute die fetten Grafikkarten haben wollten, ja. Aber es wird wahrscheinlich wieder sehr schnell gehen, also wirklich um 8 Uhr am besten sofort online einloggen, alles schon fertig machen, in den Warenkorb und weg damit, wenn ihr es hinkriegt. Ich kann euch nichts versprechen. So, die Top-Features, die lassen wir jetzt mal außen vor, da kommen wir gleich noch zu. Aber die Eigenschaften. Intel Core i7 11700F Prozessor. Kostet hier bei Geizhals 311,89 Euro. Der ist circa gleichzusetzen mit einem Ryzen 5800. Die tun sich da beide nicht sonderlich viel. Der Ryzen 5800 ist natürlich noch ein bisschen teurer. Er ist auch in einigen Benchmarks ein bisschen besser, aber das hier, leistungstechnisch ein guter Prozessor, gar keine Frage. 8 Kerne, 16 Threads, das ist wunderbar, also wie der Ryzen 5800 auch. Und er kann halt 3200 MHz RAM laufen, da kommen wir gleich noch zu, das ist so eine Sache. Wir nehmen die jetzt in der Box-Variante, weil hier auch der Lüfter mit dabei ist. Ich habe keine Informationen zum Lüfter. Meistens ist es so, dass die wirklich die Stocklüfter nehmen und da kann es dann zu einer gewissen Wärmeentwicklung kommen. Es wurde zu dem alten System, was ich schon mal bei YouTube vorgestellt habe, auch der Engineer P10, die lassen sich keine neuen Namen einfallen, wurde gesagt, dass der sehr warm wird. Da könnt ihr natürlich hinterher noch upgraden. Ihr könnt dann hergehen und einen anderen Lüfter draufschrauben, wenn ihr wirklich Probleme damit kriegt. Ich kann es leider nicht beurteilen, ich hatte es noch nie zu Hause. Aber fürs Erste, ich meine, der hat eine TDP von 65 Watt, wird der erstmal reichen. Aber die werden laut und auch warm. Ich will es nur gesagt haben. Nicht, dass hinterher jemand das Ding kauft und sagt, du hast gesagt, der PC ist gut, aber ne, also, ihr wisst schon. Dann haben wir dabei Windows 10 Home. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Es wäre schön, wenn es Pro gewesen wäre. Ihr werdet Pro sowieso nicht brauchen. Es ist nur wichtig für Leute, die zum Beispiel zu Hause mehrere Server stehen haben oder mit der Firma über einen VPN kommunizieren und ähnliches. Für euch zum Zocken reicht das allemal. Natürlich 64-Bit, 32-Bit werden die da drauf nicht installieren. Für 26,94 € bei MySoftware packen wir so in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 Ti mit 8 GB GDDR6 VRAM, einmal HDMI und dreimal DisplayPort. Diesen Anschluss haben sie meistens. Und da ich weiß, dass Medion gerne mit Zotac oder Manli zusammenarbeitet, nehmen wir in dem Fall auch eine Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti. Das ist eine OC-Variante. Was sie genau verbauen, da halten sie sich immer ein bisschen bedeckt. Ich bin froh, dass ich einigermaßen herausgefunden habe, welche Hersteller die meistens verbauen. Kostet 700 Euro bei Alternate, packen wir so einen Warenkorb. Zu den FPS kommen wir gleich. Ist eine gute Grafikkarte auf jeden Fall. Dann haben wir eine 1 TB PCI Express SSD. Wir nehmen wie immer die Kingston A2000. Ihr könnt auch die Crucial P1 theoretisch in diesen Warenkorb reinschmeißen. Die tun sich preislich auch nicht sonderlich viel. Haben wir hier auch mit 1 TB. Reicht erstmal aus. Ihr könnt da ein paar Spiele drauf installieren. Windows ist natürlich mit da drauf. Hat in diesem Fall eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von um die 2000 MB die Sekunde. Ich weiß jetzt wirklich nicht, welche die verbauen. Die halten sich, wie gesagt, sehr bedeckt. Es kann eine schnellere sein. Langsamer glaube ich nicht. Deswegen nehmen wir die. 94 Euro bei Mindfactory. Packen wir so in den Warenkorb. Jetzt kommen wir jetzt zu der angesprochenen Thematik. 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 2933 MHz. Der Prozessor kann 3200. Das Mainboard normalerweise auch, weil die haben angegeben, dass sie ein Mainboard aus der 500er Reihe verbauen. Und die 11000er Reihe kann 3200 laufen auf diesen Mainboards. Finde ich schade, dass sie da nicht einen etwas höheren genommen haben. Ist für euch geschwindigkeitstechnisch jetzt nicht der Unterschied. Er ist messbar, aber beim Zocken werdet ihr das wahrscheinlich nicht merken. Nehmen in dem Fall den Kingston DIMM 8 GB DDR4 2933 zweimal in den Warenkorb. Für 48 Euro, also bummelig 96 Euro, wird ja hinterher genau zusammengerechnet über Mindfactory. Dann bekommt ihr noch für einen Monat Xbox Game Pass. Das ist ganz nice zum Ausprobieren. Denkt aber bitte dran, das zu kündigen. Ich weiß jetzt nicht speziell, ob man bei Xbox extra kündigen muss oder ob das einfach nur ausläuft. Aber wenn, dann kündigt es, wenn ihr es nicht weiter nutzen wollt. Xbox Game Pass ist eine feine Sache, aber nicht für alle. Kann ich jetzt natürlich schlecht irgendwie in den Warenkorb packen, weil es halt kostenlos ist, von daher.
Beleuchtetes Glasdesign, sehen, was drinsteckt, bla bla bla. Das ist das InWind 301 Gehäuse. Das hatten sie beim letzten Mal auch schon verbaut. Hier ist es auch schon, hier steht jetzt halt InWind drauf, bei denen steht Medion drauf, das ist egal. Ich kann mir von dem Gehäuse leider kein Bild machen. Ich hatte es noch nie zu Hause stehen. Ich habe jetzt aber auch mal speziell gesucht nach diesem Gehäuse, ob es da irgendwie negative Erfahrungsberichte gibt. Gibt's nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Vorne hat das wohl zwei optionale Lüfter und hinten auch ein optional, da auf dem Bild von Medion ein Lüfter hinten drauf war. Gehe ich schon mal davon aus, dass der drin ist. Ob die beiden Frontlüfter drin ist, lasse ich dahingestellt. Ich hoffe es, weil das wird der Temperatur auf jeden Fall gut tun. Kostet 96,79 Euro bei Mindfactory, packen wir so in den Warenkorb. Optimiertes Kühlsystem, ja, ich schätze mal, das meinen die auch damit, dass die da noch zwei Lüfter mit reingepackt haben. Auf jeden Fall den Hecklüfter, der hinten am Gehäuse dran ist. Zu den anderen Sachen kann ich euch nichts sagen. Es ist echt schwer, dieses System. Ich muss es euch so sagen, wie es ist echt schwer. Immerhin wissen wir, was für eine Wi-Fi-Karte drin ist. Das ist nicht auf dem Mainboard integriert, das ist über einen Extra-Chip geregelt. Und zwar ist das dieser hier, Intel Wi-Fi 6AX201, 2,4 und 5 GHz WLAN und Bluetooth, also alles mit an Bord. Kostet 14,68 Euro bei Mindfactory. Wird einfach aufs Board drauf geschraubt, dann habt ihr das. Da wird die Antenne noch ein bisschen verlegt. Die verlegt man meistens nach hinten ans Gehäuse oder ähnliches. Das sind so zwei Drähte. Ja, Netzwerkcontroller, Gigabit LAN, also LAN-Anschluss habt ihr natürlich auch. Es muss jetzt nicht WLAN sein, je nachdem, was ihr zu Hause liegen habt. 6-Kanal High-Definition Audio. Ich habe jetzt irgendein Board genommen. Ich muss es euch so sagen. Ich habe die Info, dass es eins aus der 500er-Serie ist. Es kann natürlich ein H510 sein, es kann auch ein B560 sein, H570, ihr seht ja hier die einzelnen Serien, alles aus der 500er-Reihe. Schon mal gut, dass sie kein 400er genommen haben, das hätte nämlich tatsächlich mit einem BIOS-Update auch noch funktioniert. Wir nehmen jetzt die goldene Mitte, H570, dann sind wir auf der sicheren Seite, dann wissen wir preislich ungefähr, wo wir liegen. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie ein Micro-ATX nehmen. Wir nehmen jetzt aber ein ATX, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und zwar habe ich das auch gewählt, weil hier unten diesen Wi-Fi-Anschluss habt, wo ja der kleine WLAN-Chip draufkommt. Das hat auch nicht jedes Mainboard. Hier ist der Anschluss für die SSD und hier eben für diese Wi-Fi-Karte. Alles andere kann ich euch nichts versprechen. Ich könnte jetzt auf die Anschlüsse eingehen, ja, aber das kann funktionieren oder eben nicht. Es tut mir wirklich leid. Das packen wir mal für 111 Euro bei Mindfactory in den Warenkorb. Alles weitere kann ich euch nur sagen, Windows 10 wisst ihr ja, dann haben wir noch die kostenlose Testversion für Microsoft 365, ignoriert das einfach. Xbox Game Pass ist eine feine Sache, kostenlos einen Monat. McAfee LiveSafe, kostenlose 30 Tage Testversion, die wollen euch nur diesen Antivirenschutz verkaufen, nehmt es nicht an. Deinstalliert es sofort, Windows Defender macht einen super Job, überhaupt kein Problem. Hier sind nochmal die Anschlüsse, zweimal USB 3.2 an der Frontseite vom Gehäuse, dann haben wir Mikrofon in und Audio out. Die Rückseite ist das Mainboard. Wie gesagt, kann ich euch nicht viel zu sagen. Und natürlich eben die Grafikkarte mit einmal HDMI und dreimal DisplayPort. Dazu bekommt ihr noch eine kabelgebundene Gaming-Maus, ein Netzkabel und eine Garantiekarte. Was das Netzteil angeht, da kann ich euch wirklich nur auf diesen Testbericht von PC Welt weiterleiten bei YouTube. Ich werde es unten in der Kommentarsektion bzw. in der Videobeschreibung verlinken. Wir wissen, dass es ein 650 Watt Netzteil ist und wir wissen, dass es von InWin kommt. Nur InWin verkauft an den Endkunden keine 650 Watt Netzteile. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal ein Seasonic Core. Da sind wir preislich, denke ich, auf der sicheren Seite, haben auch ein bisschen Qualität. Für 59,90 Euro bei Case King packen wir einfach jetzt so in den Warenkorb. Ich finde das immer schade, wenn Medion nicht sagt, was genau drin ist. Ich weiß nicht, wovor die Angst haben, weil der Preis, das werdet ihr gleich sehen, ist eigentlich relativ gut. Was die kabelgebundene Gaming-Maus angeht, das wird eine von Medion sein. Ich habe jetzt eine von Intertech reingepackt in den Warenkorb, dass wir da in etwa auch einen Preis haben. Und dann wären wir auch schon am Ende. Hier haben wir die 1 TB SSD, hier haben wir den Prozessor, hier ist der RAM-Speicher, hier ist die Grafikkarte, das Mainboard, die WLAN-Karte, die Maus, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1599,79 Euro. Das System soll kosten 1299. Das heißt, wir haben jetzt natürlich gute Komponenten genommen. Selbst wenn die Komponenten jetzt qualitativ nicht so hochwertig sind, wie zum Beispiel das Board, ein Micro-ATX-Board, was irgendwie viel günstiger ist als das andere, sagen wir jetzt mal 50 Euro nochmal runter, seid ihr immer noch viel billiger als Selbstbau. Das ist auch meistens bei diesen Aldi-Systemen so. Zum Zocken reicht er alle Male. Und da gehen wir auch mal direkt rüber zu diesem FPS-Test in Anführungsstrichen. Ich habe mir jetzt natürlich wieder ein Video rausgesucht. Und zwar haben wir hier die 3060 Ti in 25 Spielen, 1080p und 1440p, aber mit einem Ryzen 5 3600, der natürlich deutlich schwächer ist als der Intel-Prozessor, der in diesem System ist. Trotzdem finde ich, dass man die FPS-Werte gut vergleichen kann. Ihr könnt quasi nur noch aufsteigen, was das angeht. Das heißt, die FPS-Werte, die habt ihr eigentlich garantiert, die jetzt hier gezeigt werden. Und alles, was mehr Leistung ist, ist natürlich schön für euch. Wir sind auf jeden Fall nicht schwächer dran. Wenn wir jetzt Apex nehmen auf 1080p, also Full HD, hier, der hat alles auf Maximum gedreht, kommt ihr hier im Average auf 122 FPS. Das ist natürlich dieser blöde Button davor, aber glaubt mir einfach, wenn ich es euch sage.
Auf 1440, also WQHD, kommt ihr auf 112 FPS, 120, also Average ist hier bei 106. Ihr habt ab und zu Drops, aber jetzt hier gerade läuft der stabil, 108, 111. Wenn wir Assassin's Creed Valhalla nehmen in 1440p, kommt ihr im Schnitt auf 68 FPS, auch gut spielbar. Alles ab 60 FPS ist ein guter Wert. Wenn wir Borderlands 3 nehmen, auf 1440p, kommen wir so auf ca. 70 FPS im Average. Wenn wir Black Ops Cold War nehmen, sind wir so bei 114 FPS. Wenn wir Warzone nehmen mit aktiviertem Raytracing, seid ihr auch bei 125 FPS in Full HD. Hier haben wir noch Cyberpunk in Full HD. Aber mit Raytracing auf Ultra, so ziemlich alles auf High und Ultra gedreht, DLSS eingeschaltet, seid ihr im Schnitt bei 58 FPS. Auch ein Wert, der völlig in Ordnung ist. Vor allen Dingen, wenn RTX eingeschaltet ist, also Raytracing. Ja, also alles in allem ist ein gutes System für Einsteigerzocker locker geeignet. Also 1300 Euro ist natürlich auch eine Stange Geld, klar. Aber wenn ihr wirklich die Teile einzeln kauft, seid ihr 300 Euro teurer. Bummelig. Ich kann es halt nicht genau sagen. Wenn es nur 200 Euro sind, ihr habt auf jeden Fall Geld gespart. Wenn ihr jetzt natürlich den Lüfter noch austauscht gegen einen gescheiten, dann habt ihr auch ein gutes System. Was das Mainboard angeht, natürlich dann wahrscheinlich nicht so erweiterbar, weil es ein Micro-ATX ist. Aber da kann ich mich nicht drauf festlegen. Ich möchte jetzt auch hier keine Lügen erzählen. Nicht, dass Aldi sagt, ey, da ist doch ein ATX-Board drin, dann stehe ich da. Deswegen sind wir auf Nummer sicher gegangen. Aber ich kann das System soweit empfehlen. Und wenn ihr euch das wirklich bestellt und ihr schafft es, euch das zu bestellen, dann gebt mir mal bitte Rückmeldung über Discord, dass ich auch mal weiß, wie die Temperaturen sind, wenn ihr das so ein bisschen testet, welche Spiele darauf vernünftig laufen. Dann habe ich nämlich einen Vergleich für den nächsten PC, der von denen kommt. Die heißen ja immer Engineer P10. Da kommt ja alle 3 Monate mal ein neuer Computer und dann weiß ich in etwa, welche Hersteller es sind. Und umso genauer kann ich darauf eingehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Wenn ihr an unserer Community ein bisschen teilhaben wollt, dann lasst euch mal gerne im Discord sehen. Stellt eure Fragen im Fragenkanal. Bitte keine Links unter diesem Video posten. Die werden meistens von YouTube gelöscht. Wenn ihr mich zum Beispiel fragt, hey, ich habe hier einen PC gefunden bei Memory PC oder so und schickt dann den Link rein, werden die meistens gelöscht. Deswegen stellt eure Fragen bitte im Discord auf dem Server. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.